Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerschaft und Burgbesatzung. Ja, willkommen tatsächlich zurück in Crusader Kings 3 mit einem neuen Let's Play. Aber wir kehren an alte Stelle zurück hier nach Ungarn ins sogenannte Pannonische Becken. Ja, es ist jetzt soweit, Royal Court, das DLC zu Crusader Kings 3, das große DLC, ist erschienen und der Name ist Programm Königlicher Hof. Wir werden sehen, das erweitert das Gameplay um etwas ganz Neues, was es so in Crusader Kings in der Form noch gar nicht gegeben hat. Das wird sehr, sehr spannend werden. Ich freue mich unglaublich darauf, mit euch das gemeinsam hier zu erleben. Die Geschichte Ungarns hier in einem neuen Zeitrahmen, nämlich ab dem 15. September 1066. Geendet haben wir unser letztes Let's Play, für das ich jetzt auch gerne noch mal kurz Werbung machen möchte, mit den Arpaden, also derselben Dynastie, die wir jetzt auch wieder spielen. Als es noch die magyarischen Stämme waren, und da sind wir in einer alternativen Zeitlinie, in einer kontrafaktischen Zeitlinie in den 980er Jahren quasi rausgegangen. Wir haben das Let's Play dort beendet, weil natürlich auch technisch gesehen der Spielstand ja nicht mehr weitergeführt werden kann jetzt mit dem Royal Court DLC. Und da bietet es sich einfach an zu springen ins Jahr 1066, allerdings nicht in unserer kontrafaktischen Zeitlinie, sondern wirklich hier quasi in der, in Anführungsstrichen, ihr wisst, wie problematisch der Begriff vielleicht ist, aber echten Geschichte zurückzukehren, die wir von Ungarn so kennen aufgrund verschiedener Quellen, die man aber eigentlich alle erstmal kritisch einordnen muss, weil die meisten schriftlichen Quellen, über die wir berichtet bekommen, sind christlich-mönchischem Ursprung und sind meistens sehr nah an bestimmten Herrscherdynastien entlang geschrieben und dementsprechend auch mit sehr großer Vorsicht zu genießen. Das erstmal nur vorab, bevor wir heute im Prolog darüber sprechen, wie es denn zu diesem König Salamon oder Salomon von Ungarn eigentlich kommt. Einem jungen Kindskönig mit 13 Jahren hier im Jahr 1066. Und von diesen magyarischen Stämmen und von dem Urvater Arpad, der hier diese Arpaden-Dynastie auch begründet hat, bis zu diesem christlichen Königreich von Ungarn, da ist jetzt noch einiges in der Zwischenzeit passiert. Wir haben ja gesehen, dass dieser Stammesverband der Magyaren nach dieser Landnahme Pannoniens so im Ende des 9. Jahrhunderts ja, zunächst einmal eine immer größere Selbstständigkeit einzelner Stämme gesehen hat. Da gab es Stämme, die waren in Transsilvanien beheimatet, ein Stamm, Stämme, die waren mehr im Süden, im Norden des Landes, aber innerhalb dieses Karpatenbeckens beheimatet. Die Arpaden selbst haben insbesondere das Gebiet hier an der Donau zunehmend für sich beansprucht und beheimatet und seit einem ganz wichtigen einschneidenden Jahresereignis 955 nach der Schlacht auf dem Lechfeld, bei dem die magyarischen Stämme krachend geschlagen wurden durch Otto den späteren Großen, also Otto dem Ersten, der später dann auch als Kaiser gekrönt wird, aus dem Ostfrankenreich. Nach dieser Niederlage wird sich einiges ändern und der Alleinherrschaftsanspruch dieser Arpaden-Dynastie kann eigentlich erst ab dann richtig durchgesetzt werden. Aber bis es dazu kommt, haben wir im 10. Jahrhundert, also in den 900er Jahren, zunächst mal ganz viele Streifzüge und Plünderfeldzüge einzelner Stämme. Da war mit einer Alleinherrschaft über alle Stämme, das gab es eigentlich mehr oder weniger nur auf dem Papier. Da war nicht viel mit, sondern die Stämme haben viel alleine gemacht. Es ist sogar aus Ostrom, gibt es sogar einen Quellenbericht, der andeutet, dass ein Fürst aus diesem magyarischen Stammesverband, also ein einzelner Fürst, dort nach Byzanz gereist ist, nach Konstantinopel damals und sich um Beziehungen zu Ostrom bemüht hat. Also da sieht man schon, wie eigenständig die eigentlich unterwegs waren und die Arpaden dort selten, also bis 955 eigentlich gar nicht so einen Alleinherrschaftsanspruch durchsetzen konnten. Und es gab auch, wie gesagt, Einzelgänge, was religiöse Fragen beispielsweise anging. Auch da war man wohl relativ offen, ne? Auch wenn man heidnisch geprägt war. Das war alles ziemlich
wie soll man sagen, ziemlich vielseitig das Ganze. Ja, aber dann kommt es eben zu dieser Schlacht auf dem Lechfeld, der große Sieg Ottos aus dem Ostfrankenreich. Und das hat Otto tatsächlich auf den Kaiserthron, zur Kaiserwürde verholfen, denn er hat damit gezeigt, dass er sich sowohl gegen innere Feinde, die er damals auch hatte, als auch gleichzeitig gegen äußere Feinde durchsetzen kann und damit seinen Herrschaftsanspruch natürlich auch nach außen repräsentiert. Denn ein König, der das zu leisten vermag, der äußere Feinde besiegt, während er innere Feinde im Handstreich gleich mitnimmt, innerhalb von wenigen Monaten und Jahren, der ist natürlich in der Ansicht dieser, ja, im Wandel vom Frühmittelalter zum Hochmittelalter stehenden Welt in dieser europäischen Region, der hat ein ganz hohes, wie soll man sagen, ein ganz hohes Standing in der Außenansicht. Ja, was hat das aber für dieses ungarische Gebiet eigentlich zur Folge, für diese magyarischen Stämme? Es gibt dort einen großen gesellschaftlichen Umbau, denn diese Adelsschicht der Reiterkrieger, die büßte jetzt nach dieser Niederlage am Lechfeld erheblich an Macht ein, und die Magyaren als Kultur und die Slawen, die dort bereits vor der pannonischen Landnahme in weiten Teilen gelebt haben, unter anderem gab es ja auch noch Nachfahren der sogenannten Awaren dort, die vermischten sich nun stärker und die Sesshaftigkeit nahm zu. Denn wir wissen ja, magyarische Stämme sind eigentlich aus einer nomadischen Tradition dort, haben diese Landnahme dort getätigt. Jetzt muss man sich natürlich schon die Frage stellen, ob das nicht diese ganze Sesshaftwerdung und auch diese Vermischung dieser Kulturen, ob das nicht eher ein allmählicher, über viele Jahrzehnte andauernder Prozess war und weniger jetzt eine Ad-hoc-Veränderung über eine einzelne Schlacht. Aber man wird auch nicht darum hinwegkommen, denke ich mal, diese Schlacht als einen nicht erheblichen oder nicht unerheblichen vielmehr Machtverlust dieses Reiterkriegeradels eben auch feststellen zu müssen, denn viele Vertreter dieses Reiterkriegeradels sind sehr wahrscheinlich in diesem Feldzug umgekommen, konnten nicht nach Hause zurückkehren, ihre gezüchteten Kriegspferde, die sie ja besessen haben müssen, sind teilweise auch nicht mit zurückgekommen, und das macht natürlich etwas mit der Gesellschaft, die in den Jahrzehnten vorher sowieso schon sehr, sehr strikt hierarchisch strukturiert war. Es gab eben diesen Reiterkriegeradel, es gab aber auch eine Art relativ schmales Bürgertum schon, es gab natürlich viele Bauern, die in der Landwirtschaft tätig waren und häufig eben in einem starken Abhängigkeits- und unfreien Verhältnis standen unter den Magyaren-Herrschern, die als Reiterkriegeradel eben dort geherrscht haben. Und das zeigt schon so, dass da gewisse Spannungen und Friktionen, gewisse Bruchstellen angelegt waren in der Gesellschaft in dieser Zeit, und die brechen natürlich jetzt stärker hervor durch diesen Machtverlust des Reiterkriegeradels nach 955. So, jetzt müssen wir aber ein bisschen die Personalgeschichte weiterschreiben, was dort in Ungarn passiert. By the way, übrigens schön, dass wir mal einige neue Titel in der Musik von Crusader Kings 3 jetzt haben mit dem DLC, finde ich absolut fantastisch. Nur mal so am Rande, wo ich das im Hintergrund hier höre. Ja, über wen müssen wir sprechen? Wir müssen sprechen über einen weiteren Großfürsten, nämlich Gesa heißt der gute Mann. Das ist ein Urenkel des Dynastiegründers Apat. Und der bittet im Jahr 972, also einige Jahre nach der Niederlage vom Lechfeld, Otto den Ersten, der damals Kaiser noch ist, um Missionare, und er entmachtet auch den alten Kriegeradel wohl relativ, naja, endgültig. Das heißt also, hier wird ein Prozess abgeschlossen, den ich euch eben beschrieben habe, ein Machtverlust des Kriegeradels, des Reiterkriegeradels, der eigentlich ja ursprünglich mal halbnomadisch-nomadischen Stämme, die jetzt immer sesshafter werden, und der Kriegeradel verliert an Bedeutung, und das sieht offenbar Großfürst Gesa und stellt sich auf eine gute Beziehung mit Otto dem Ersten, mit dem heiligen, also mit dem damaligen Kaiserreich des Heiligen Römischen Reiches ein, wo ja eben die Ottonen an der Macht sind. Es geht sogar so weit, dass er, also Gesa, 985, sich mit seinem Sohn Veik taufen lässt durch den Bischof Adalbert von Prag, also auch keinem Niemand in der christlichen Welt, sondern einer wichtigen Figur.
Und dieser Sohn Weik, der wird später als Stefan der Erste, als der sogenannte Heilige, er wird also später heilig gesprochen, bekannt werden. Ja, und 985 kommt es eben zu dieser Taufe. Man muss sagen, für Gesa ist das wahrscheinlich ja erstmal nur ein nomineller, ein selbstdarstellerischer Akt, um sich so ein bisschen zu unterwerfen gegenüber diesem Christentum, das immer mehr Bedeutung auch gerade westlich von Ungarn erlangt hat. Also für ihn ist das wahrscheinlich jetzt nicht das größte Ding, er ist ja auch schon erwachsen, aber sein Sohn Weik ist ja noch ganz jung und der wird dann auch in der Folge im Dunstkreis dieses Bischof Adalbert von Prag eben christlich erzogen und was man damals Ausbildung nennt, das ist ja meistens dann christlich geprägte religiöse Ausbildung. Tja, und dementsprechend werden wir auch sehen, wie er seine Herrschaft später organisiert, dieser Stefan der Erste, der eigentlich als Weik geboren wurde. Der heiratet ja unter anderem 995 eine Frau, nämlich Gisela von Bayern, die auch Teil der Ottonen-Dynastie ist, als Verwandte des damaligen Herzogs von Bayern, der eben auch zu den Ottonen gehört. Das heißt also die Verbindung zu Bayern, zu den Ostfranken, aber nein, man muss es anders sagen, die Verbindung zwischen den Apaden und den Ottonen als Dynastien wird hier aufgebaut und gleich mal gefestigt. Und das ist etwas, was wirklich diese Zeit des Mittelalters ganz stark prägt, dynastische Verknüpfungen über Ländergrenzen hinweg. Das ist also auch schon im 10. Jahrhundert ein ganz wichtiger Faktor, im 11. noch viel mehr, wie wir sehen werden, der diese ganzen Reiche im Dunstkreis Ungarn, das Heilige Römische Reich und Umgebung sehr stark prägt und prägen wird. Gut, 997 wird Stefan dann tatsächlich Großfürst, weil sein Vater stirbt. Da tritt er also seine großfürstliche Herrschaft zunächst einmal an. Und es gibt Widerstand vom Bruder von Gesa, der heißt Kopani. Und ja, es gibt dann ebenfalls Widerstand nicht nur von ihm, von diesem Bruder Gesa, sondern eben auch einer sehr heidnisch orientierten Opposition. Denn man kann sich natürlich vorstellen, dass diese Missionierungsbewegung, die der Vater Gesa da jetzt eingeleitet hat, dass die nicht unwidersprochen in Ungarn geblieben ist oder in diesem pannonischen Stammesgebiet, sondern natürlich eine Opposition nach sich gezogen hat. Und das führt dann dazu, dass er dass dieser Bruder Kopani um die Hand der Witwe seines Bruders anhält. Also die Witwe von Gesa, die soll jetzt mit diesem Bruder Kopani in seiner Ansicht nach verheiratet werden. Und das stellt natürlich die Nachfolgeschaft von Stefan in Frage. Ist aber damals in dieser Tradition verhaftet, dass es sogenannte Schwagerehen gibt. Also der Schwager, wenn der Bruder dann stirbt, der darf dann völlig legitim um die Hand der Witwe anhalten. Das ist damals nicht unüblich. Ich glaube, nicht nur in diesem Regionskreis von Ungarn, sondern auch anderweitig in Europa. Auf jeden Fall versucht Kopani sozusagen dann Stefan auszustechen und es kommt im Jahr 1000 tatsächlich auch zum Krieg, den Stefan allerdings dann für sich auch gewinnen kann bei einer Schlacht, bei der Belagerung von Veszprém, einem Gebiet, das wir, glaube ich, in unserem alten Let's Play schon kennengelernt haben. Hier drüben in der Gegend muss das sein. Und die genauen Umstände der anschließenden Krönung Stephans zum König von Ungarn, die sind nach wie vor in der Forschung noch ein wenig umstritten, weil es mehrere Quellen gibt, die wieder sehr herrschernah eingefärbt sind, wie ich das eben schon erwähnt habe. Also wir haben Tietmar von Merseburg, der natürlich nah an den Ottonen steht, der impliziert eine Art Oberherrschaft des Kaisers Ottos des Dritten, der inzwischen dort Kaiser ist, vor der Krönung, aber er impliziert das nur und es ist nicht ganz klar, wo da wirklich Wahrheit und Fiktion zu unterscheiden sind. Es gibt aber auch die sogenannten, die Legenden Stephans, die natürlich wiederum sehr stark an dieser Stephans-Geschichtsschreibung stehen und die betonen den Erhalt der Königswürde eben durch Papst Silvester II., dem Papst von Rom natürlich, der dort sitzt, und ihm die Königswürde wohl auch wirklich verliehen hat. Also das ist jetzt nicht irgendwie zur Debatte, aber Stefan, die Legenden von Stefan tun so ein bisschen so, als ob der Kaiser Otto III. Da irgendwie
ja, so mehr oder weniger keine Rolle beigespielt habe. Jetzt muss man aber wissen, dass Papst Silvester und Otto III. Eigentlich enge Verbündete waren. Und zusätzlich muss man auch noch dazu wissen, dass Stefan eben ja Teil der Verwandtschaft der Ottonen war, durch diese Heirat, die ich vorhin erwähnt habe, über die Frau Gisela von Stefan aus der Ottonen-Dynastie. Also da kann es durchaus stimmen, dass Otto schon irgendwie, der sowieso, glaube ich, gerade in Rom zugegen war, aufgrund eines ja, Reiseausflugs, man kann sagen, aufgrund seiner Herrschaftstätigkeit war er gerade in Rom tatsächlich. Und dass der natürlich sein Okay gegeben hat, ist ja überhaupt nicht unrealistisch. Aber ob deswegen gleich ein vasallenartiger Status oder eine Oberherrschaft von Heiligen Römischen Reich über Ungarn abgeleitet werden kann, das ist natürlich trotzdem offen für Debatten. Wie dem auch sei, in der Folgezeit arbeitete Stefan I. vor allem an der fortgeführten Christianisierung seiner Länder, und zwar insbesondere über Gesetzgebung und den Aufbau von Landeskirchen und von unabhängigen landeskirchlichen Herrschaften, also von, ja, deswegen auch Landeskirchen, die eben nicht direkt Rom unterstehen, sondern eher seiner Königswürde unterstehen sollen. Wir haben es also mit einem sehr machtbewussten Herrscher, mit Stefan dem Ersten, zu tun. Und wir haben es mit einem Herrscher zu tun, der von Anfang an, und das werden wir gleich auch noch weiter sehen, ein tief religiöses, christliches Verständnis seiner Herrschaft zugrunde legt und damit letztlich ja, etwas aufbaut, was am Ende auf tönernen Füßen steht. Aber da kommen wir gleich noch zu. Er ging dabei bei diesen Missionsbemühungen und bei dem Aufbau der Landeskirchen oft auch in Konfrontation mit seinen eigenen Fürsten oder auch Vasallen. Die Rede ist hier häufig in den Quellen von richtiggehenden Zwangskonversionen. Das ist natürlich damals nicht unüblich, dann wird Krieg geführt und die Bevölkerung wird irgendwie zwangskonvertiert, dann werden die halt alle getauft. Ob die jetzt nun religiös deswegen gleich bekehrt sind, ist dann die nächste große Frage. Wir werden sehen, das ist zumindest beim Adel nicht immer der Fall und wahrscheinlich auch bei der einfachen Bevölkerung, aber einfach mal so Leute im Fluss taufen, das kann man ja mal kurz machen. Wie weit das dann wirklich langfristige Auswirkungen hat, weiß man nicht, aber zumindest gibt es dort unter Zwang geschehene Konversionen, die Stefan durchführen lässt. Ja, dann noch wichtig, das Jahr 1009 bis ungefähr 1018. Durch diese enge Beziehung mit den Ottonenherrschern und insbesondere dann später mit Heinrich II. Ist Stefan auch an einem Feldzug unter anderem gegen Polen beteiligt, den das Heilige Römische Reich damals führt, und laut bestimmten Quellen auch am Feldzug Ostroms gegen die Bulgaren, wo er ebenfalls Teil ist. Also man sieht auch außenpolitisch, versucht er sich mit dieser dynastischen Verbindung ins Heilige Römische Reich und auch mit der Nachbarschaft, der wohl relativ freundschaftlichen Nachbarschaftsverbindung zu Ostrom, dann auch außenpolitisch zu positionieren und sich als verlässlicher Partner auch zu inszenieren. Ab ungefähr 1024 kommt es dann aber zunehmend zu Konflikten mit dem Heiligen Römischen Reich. Warum? Ja, der letzte Ottone aus der Dynastie dort stirbt und sein Nachfolger ist dann als Kaiser Konrad II. Und Konrad II. Ist der erste aus einer neuen dynastischen Linie, der sogenannten Salier, die von euch bestimmt auch schon einige gehört haben, die eine ganz wesentliche Rolle für dieses Heilige Römische Reich dann spielen sollen. Der kommt auf den Thron und der versucht gleich per Heirat die Beziehung zu Ostrom zu stärken. Da gibt es dann Quellenberichte, dass er angeblich dort einen, ich weiß nicht, Mönch oder Bischof oder wen losschickt. Nee, Bischof kann es nicht sein, aber irgendeinen Priester, um quasi Beziehungen zu Ostrom zu sondieren in Konstantinopel, und schickt ihn dann durch Ungarn. Und Stefan verweigert diesem Mönch oder Priester dann aber die Durchreise. Und es gibt sofort Friktionen, es gibt sofort Spannungen, weil Stefan angeblich davon erfahren habe, was der Plan dieser Salier jetzt ist. Und daran sieht man auch sehr schön, finde ich, wenn man das interpretiert, dass diese dynastischen Beziehungen halt wirklich für diese Herrscherfamilien damals schon so zentral sind. Denn die Aparden und die Salier haben eben nun keinerlei durch Heirat bestätigte Beziehungen. Das heißt also, die sind sich grundsätzlich erst einmal fremd, nicht wie die Beziehung zwischen den Aparden mit den vorher dort herrschenden Ottonen im Heiligen Römischen Reich. Und deswegen kommt es dort zu diesen Spannungen mit dem Heiligen Römischen Reich. Und
Genau, das hatte ich euch schon beschrieben. Und es kommt letztlich zu einem Feldzug des Kaisers, also Konrads II. Nach Ungarn im Jahr 1030-31. Aber dieser Feldzug soll wohl, wenn man den Quellen Glauben schenken darf, relativ erfolglos gelaufen sein. Es gab sogar Gebietsabtretungen an Ungarn vom Heiligen Römischen Reich. Also für Konrad ist das Ganze erstmal nicht gut verlaufen. Was wir aber auch feststellen, ist, dass der letzte noch lebende Sohn 1031 von Stefan I. bei einem Jagdunfall stirbt, was ihn wohl zutiefst trauern lässt. Dieser Sohn heißt Emmerich und auf Emmerich, ja, da lasteten quasi alle Augen und alle Hoffnung war auf ihn gerichtet, dass er die Nachfolge von Stefan I. antreten kann. Dies ist natürlich jetzt nicht mehr möglich und die gesamten Pläne, die Stefan I. Lebzeiten verfolgt hat, sind auf einmal natürlich in Gefahr, weil es gibt keine Primogenitur mehr, weil er keinen Sohn mehr hat, den er beerben kann. Dementsprechend ist das natürlich eine besonders kritische Phase seiner Herrschaft. Jetzt gibt es aber etwas auch in Ungarn, auch in weiten Teilen Europas. Es gibt ja natürlich auch sowas wie das sogenannte Senioratsprinzip. Und nach diesem Prinzip würde Stefans Cousin Vasul eigentlich die Königswürde erben nach dem Tod von Stefan oder nach der Herrschaft von Stefan. Er wird jedoch aber schon zu Lebzeiten mit einer Sympathie für das Heidentum verdächtigt und deswegen, wenn man den Quellen halt wieder Glauben schenken mag, wie das genau abgelaufen ist, weiß man nicht, aber er wird wohl dann dieser Vasul, dieser Cousin von Stefan wird dann wohl festgesetzt, wird geblendet, was damals eine klassische Strafhandlung ist, um unliebsame Thronanwärter gleich mal aus dem Weg zu räumen, weil einen geblendeten Herrscher, das ist ja kein guter und fähiger Herrscher, also hat man den gleich quasi zur Seite geräumt. Und seine drei Söhne, die werden aus Ungarn verbannt. Die ziehen, glaube ich, irgendwie Richtung Polen und Richtung Russland und sonst wohin, in Gebiete, wo sie vor Stefan und seinen brutalen Methoden, Rachemethoden möglicherweise sicher sind. Jetzt gibt es aber noch einen Verwandten, den Stefan eigentlich als Nachfolger dann bevorzugt. Der heißt Peter Orseolo. Und wie man am Nachnamen schon sieht, ist das jemand aus, wir hatten das glaube ich schon mal im Crusader Kings 2 Let's Play, auch Orseolos. Das ist jemand aus Venedig. Das ist nämlich der Sohn von Stefans Schwester und der soll dann die Nachfolge von Stefan antreten und tut das erstmal auch ziemlich unspektakulär nach Stefans Tod im Jahr 1038 nach Christus. Ja, und dann beginnt eine lange Krisenzeit in Ungarn, in der wir hier auch bald dann reingeworfen werden. Aber bis dahin passiert noch einiges, was ich euch ebenfalls schildern will, weil ich finde das ganz zentral, um hier um zu erfahren, wer ist König Salomon und warum haben wir eine Situation, wie wir sie dann derzeit in Ungarn haben. Denn Ungarn versinkt jetzt in einer 4 Jahrzehnte andauernden Phase von Rebellionen und verschiedenen Kriegen im Äußeren, eine richtig gehende Krisenzeit in Ungarn. Und das liegt daran, dass Peter Orseolo auch keinen einfachen Stand hat, denn er sieht sich einer ersten Rebellion, ich glaube bereits ein Jahr nach seinem Herrschaftsantritt, entgegengesetzt. Eine Rebellion, die ihn direkt nach kurzer Zeit auch verbannt aus Ungarn. Er kehrt aber später mit Unterstützung von Kaiser Heinrich III., dem damaligen Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, auch ein Salier zurück und verbannt einen Mann namens Samuel, der als örtlicher Herrscher zwischenzeitlich dort in Ungarn regiert hat. Und das Ganze passiert im Jahr 1044. Da kehrt also Peter Orseolo zurück. Man sagt ihm nach, dass er wohl eine Vorliebe für ausländische Hofmitglieder hatte und sehr unbeliebt in Ungarn selber war. Ob das jetzt nun so stimmt, weiß man nicht. Aber es deutet sich schon an, dass dieser Peter Orseolo sehr unbeliebt einfach war. Deswegen auch schon diese erste Rebellion. Und ihr merkt schon, wenn ich von einer ersten Rebellion spreche, tja, dann gibt es auch eine zweite. Es ist jetzt nun mal so, dass Peter auch die Oberhoheit Heinrichs III. Anerkannt hat, also des Heiligen Römischen Kaisers, der ihm ja geholfen hat, wieder zurückzukehren auf den Thron im Jahr 1044. Aber es startet dann auch eben direkt eine zweite Rebellion gegen diesen Peter, um das Heidentum wieder einzuführen. Da stimmen aber wiederum einige Fürsten in Ungarn damals nicht oder nicht mehr zu, sind ja selber inzwischen zum Teil christianisiert oder überwiegend, glaube ich, christianisiert. Und sie boten nun einen
einem Andreas, einem verbannten Sohn von Vasul. Ihr erinnert euch, die drei Söhne fliehen oder werden verbannt aus Ungarn, diesem Sohn von Vasul. Und diesem Andreas bieten jetzt einige Fürsten von Ungarn die Krone an und versuchen damit sozusagen ja, den Kaiser auszustechen, also Heinrich auszustechen. Und tatsächlich kann dieser Sohn Andreas oder dieser neu eingeführte, durch die Fürsten eingeführte Herrscher Andreas Peter besiegen und unterdrückt gleichzeitig auch diese heidnische Bewegung 1046, die viele Fürsten halt nicht gerne sehen wollen. Das Ganze, wie gesagt, im Jahr 1046. Es passiert wirklich viel in Ungarn. Es ist sehr schwierig, einen Überblick zu behalten, aber sehr, sehr spannend auch, was dort abläuft. Tja, und dieser Andreas, der später auch Andreas der Erste genannt wird, der schlägt mit seinem Bruder Bela, einem Militärkommandanten, der wohl sehr fähig gewesen sein muss, zweimal Eroberungsversuche von Heinrich dem Dritten ab, der natürlich nicht amused ist, dass da in Ungarn auf einmal jemand ganz anderes kommt, der nichts mit ihm zu tun haben will. Also versucht Heinrich der Dritte Eroberungsfeldzüge in Richtung Ungarn im Jahr 1050 und 1053 nach Christus. Beide werden aber von Bela und seinem Bruder Andreas abgeschlagen. So, im Jahr 1053 wird auch dieser Herrscher hier geboren oder dieser Mann hier, nämlich Salomon oder Salomon von Ungarn. Ihr seht es ja auch, 1066, 13 Jahre alt, geboren 1053, passt also wunderbar. Der wird als Sohn von Andreas dem Ersten geboren. Jetzt bekommt Andreas einen Schlaganfall im Jahr 1057. Und daher geschieht oder lässt er seinen Sohn nach diesem Schlaganfall, der ihn selbst, ja heute würde man sagen, an den Rollstuhl gefesselt hat, er ist gelähmt, dieser Andreas, und er lässt seinen Sohn damals schon 1057, also im Alter von nur 4 Jahren, krönen zum neuen König von Ungarn. Das allerdings mag Bela, der Bruder von Andreas, nicht so gerne, denn er möchte eigentlich ebenfalls seinen Anspruch auf diesen Königsthron durchsetzen und kämpft in der Folge gegen Andreas, der natürlich in diesem Bild mittelalterlicher Herrschaft eigentlich jetzt kein fähiger Herrscher mehr ist, wenn er gelähmt irgendwo sitzen muss und kriegerisch zum Beispiel nicht mehr handeln kann und auch möglicherweise regierungstechnisch nicht mehr so handeln kann, wie das eigentlich ein idealtypischer Herrscher in dieser christlichen Ansicht tun sollte. Ja, Andreas wird aber in diesem Feldzug, also ist Teil dieses Feldzuges, das muss er ja auch sein, allein wegen der Außenansicht, Lähmung hin oder her. Er wird tödlich verletzt und gefangen genommen von Bela im Jahr 1060 und stirbt in dieser Gefangenschaft unter ganz miesen Umständen offenbar. Er wird dort nicht gut versorgt offensichtlich durch Bela und verstirbt. Tja, und Salomon ist jetzt zur Flucht ins Heilige Römische Reich gezwungen. Der kann ja als Kindskönig da nicht genug Unterstützung wohl generieren. Er muss fliehen, kehrt aber 1063, also 3 Jahre später, mit der Unterstützung eines anderen Heinrich. Inzwischen ist Heinrich der Vierte Kaiser im Heiligen Römischen Reich, auch ein Salier natürlich, zurück und wird dort zum zweiten Mal zum König von Ungarn gekrönt. Also mit Salomon haben wir es mit einem doppelten König zu tun, wenn man so will. Und bei diesem Ereignis heiratet Salomon Judith, die Schwester Heinrichs des Vierten. Das wird im Spiel, ich bin mir nicht sicher, er hat hier schon einen Erbe, der aber nicht sein Sohn ist, der ist ja auch 12, das muss ein Bruder sein von ihm. Also hier ist diese Heirat offensichtlich noch nicht eingepreist, ich weiß nicht warum. Um sowas werden wir uns dann in der ersten Folge wahrscheinlich gleich kümmern müssen, um solche Fragen. Aber das ist wirklich hier quasi die Dankbarkeit in Bezug zu Heinrich dem Vierten und seiner Hilfe bei der Wiederinstallierung von Salomon als König von Ungarn, heiratet er eben Judith, die Schwester Heinrichs des Vierten. Ja, und mit diesen einleitenden Prologworten möchte ich euch dann hier jetzt in der ersten Folge, also wir werden jetzt hier gleich einen Schnitt machen, werde ich euch einführen, hier im Royal Court DLC in Crusader Kings 3, werde ich euch einführen an den Hof von Salomon von Ungarn mit seinen 13 Jahren. Seine Herrschaft, das kann ich euch schon mal spoilern, ist immer noch ziemlich fragil und wir werden uns Gedanken machen müssen, wie wir langfristig unsere Herrschaft hier mit Salomon mit 13 Jahren organisieren müssen, wie viel Eigenständigkeit er schon hat und, wer überhaupt am Hof ist, wie wir den Hof gestalten wollen und überhaupt, wer er charakterlich ist, wer seine Verwandten, seine Vasallen sind und. Also ganz viele Fragen, die wir dann in der ersten Folge noch im Spiel selber dann klären müssen. Aber ich denke, das war jetzt erstmal ganz wichtig, hier eine erste geschichtliche Einführung zu haben, weil zwischen dieser Zeit
Ja, dieses Urfürsten Apat und diesem Herrscherkönig Salomon ist einiges in Ungarn passiert. Das hat jetzt ja auch fast eine halbe Stunde gedauert, das alles so ein bisschen zu beschreiben. Nochmal der Hinweis jetzt hier am Schluss. Das sind natürlich alles Dinge, die historisch erforscht werden und wurden anhand bestimmter Schriftquellen überwiegend. Und ich sage es nochmal, diese Schriftquellen sind im Mittelalter meistens sehr, sehr herrschernah irgendwo eingefärbt. Also wenn es um so Details geht, um Zahlennennungen, um konkreter, dann sollte man sehr, sehr vorsichtig sein, diese Quellen zu interpretieren. Man muss die eigentlich immer mit anderen Quellen vergleichen und dann versuchen, irgendwo eine Mitte zu finden, was denn wohl möglicherweise, aber das kann man dann nie genau sagen, tatsächlich abgelaufen ist. Und man kann dann immer nur so grob sagen, ja, es sieht so aus, als ob das so und so gewesen ist und dann kam der als Herrscher und so ist das verlaufen. Also nehmt das immer mit einer gewissen Vorsicht. Ich beanspruche auch als Content Creator und als Influencer, der natürlich auch Historiker ist. Ich habe ja ein geschichtswissenschaftliches Studium absolviert. Ich beanspruche aber hier nicht, irgendwelche Alleinherrscher-Meinungen zu repräsentieren. Also ich bin nicht dazu da, euch zu sagen, wie die Geschichte gelaufen ist, sondern euch Einblicke zu geben. Und ihr seid ja, denke ich mal, sowieso meistens alt genug und erwachsen, um euch da selbst zu informieren, um ja vielleicht einfach mal auf geschichtswissenschaftliche Bücher, auf Sachbücher zurückzugreifen, vielleicht auch auf Dokumentationen, auf popkulturelle Filme etc. oder eben dann auch auf konkrete Quellen und die mal zu interpretieren. Eigentlich eine sehr spannende Sache, die natürlich sehr arbeitsaufwendig ist, deswegen gibt es dafür eben Historiker, die das beruflich machen. Aber ja, man muss eben bei der Interpretation immer ein bisschen vorsichtig sein und man muss dann auch sagen, das, was hier die Entwickler recherchieren, basiert ja auf der gleichen Grundlage und auch sie müssen natürlich bestimmte Dinge interpretieren, die ja manchmal für Historiker nachvollziehbarer, manchmal für manche Historiker vielleicht nicht so nachvollziehbar sind und dementsprechend muss man das dann auch einfach ganz objektiv und ohne Zorn irgendwie einordnen können, was hier dargestellt wird. Und der Reiz dieses Spiels geht natürlich auch weit darüber hinaus, weil wir halt hier eine Open World haben. Wir haben hier eine Open World kann man nicht sagen, das ist der falsche Begriff, eine Sandbox haben. Wir haben hier einen Sandkasten, mit dem wir rumspielen, mit dem wir hier bei mir natürlich Rollen spielen werden und da werden die Geschehnisse irgendwann kontrafaktisch laufen. Es wird die Kontingenz von Geschichte, wie man im Fachjargon so sagt, also die Mehrdeutigkeit, was hätte passieren können, wird hier in so einem Spiel stark betont, was auch die Stärke von Crusader Kings als Marke und auch hier im dritten Teil sehr stark ausmacht. Ja, das waren aber jetzt die abschließenden Worte, liebe Leute, sonst quatsche ich mich hier um Kopf und Kragen. Ich hoffe, ihr begeht diese Reise mit mir gemeinsam. Ich hoffe, sie gefällt euch, denn mit Royal Court haben wir jetzt einiges, was wir hier neu noch tun können mit unseren Herrschern, mit dem Hofstaat und mit den Vasallen etc., mit allen Figuren, die hier auftauchen. Da haben sich die Entwickler von Paradox Interactive wirklich schöne, schöne Gedanken gemacht, wie ich finde. Und darüber kann man auch trefflich sprechen und diskutieren. Tut das gerne in den Kommentaren. Ich freue mich, wenn ihr auf dieser Reise dabei seid und wir starten dann morgen in der ersten Folge durch. Bis dahin, macht es gut. Euer Tastenhauer sagt, ciao, ciao.